Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und es ist endlich soweit. Lange haben wir auf den zweiten Trailer zu Spider-Man No Way Home gewartet. Jetzt ist er endlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erschienen und meine Güte, das Ding hat es mal wieder ordentlich in sich. Ich will jetzt in diesem Video natürlich mal auf das eingehen, was wir alles in diesem Trailer gesehen haben. Das geht natürlich nicht ohne den einen oder anderen Spoiler. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit der größten Frage an, die sich wahrscheinlich alle Fans da draußen stellen. Wo zur Hölle sind denn jetzt nun Andrew Garfield und Tobey Maguire? Es wurde ja in den letzten Tagen viel darüber geredet. Oh ja, Fans sollten keine zu großen Hoffnungen haben. Sowohl Tom Holland als auch Kevin Feige haben das immer wieder in irgendwelchen Interviews gesagt. Auch Andrew Garfield versucht verzweifelt anzudeuten, dass er mit diesem Film überhaupt nichts zu tun hat. Von Tobey Maguire hat man, glaube ich, kaum irgendwas gehört. Und natürlich haben sich Fans gefragt, werden wir jetzt im neuen Trailer irgendwas von diesen beiden sehen? Aber nein, tatsächlich nicht. Nichtsdestotrotz könnte es natürlich verdammt gut sein, dass die beiden trotzdem irgendwo Teil von diesem Ganzen sein werden. Denn wenn wir uns mal den großen Kampf rund um die Freiheitsstatue im Trailer anschauen, dann wird da viel auf Gerüsten gekämpft. Und wenn wir uns jetzt an diese ganzen geleakten Bilder zurückerinnern, in denen man auch einen Tobey Maguire und einen Andrew Garfield auf eben solchen Gerüsten gesehen hat, vor Greenscreen, dann deutet das vielleicht möglicherweise doch darauf hin, dass diese Fotos echt gewesen sind und man uns hier einfach nur versucht, auf eine falsche Fährte zu locken, damit wir eben dann, wenn wir ins Kino gehen, doch voller Erstaunen sehen, ja, die beiden sind tatsächlich in diesem Film. Denn ganz ehrlich, so viele Spidey-Schurken aus unterschiedlichen Universen, wie hier jetzt allein schon in diesem Trailer auftauchen, da müssen eigentlich auch unsere beiden bekannten anderen Spider-Männer irgendwo mit dabei sein. Und es gibt ja dann auch im Trailer diesen ein Shot von diesem Kampf, in dem unser Tom Holland Spider-Man gegen gleich drei unterschiedliche Schurken angeht. Einmal gegen Elektro, gegen Sandman und gegen den Lizard. Und hier könnte man natürlich vermuten, dass die anderen beiden Spinnenmänner, nämlich Andrew Garfield und Tobey Maguire, in diesem Clip einfach rausgeschnitten wurden. Marvel macht das ja häufiger. Der Endgame-Trailer ist eigentlich eins der schönsten Beispiele immer noch, weil da sieht man ja diesen Gang der Avengers, wenn sie sich aufmachen zum Zeitreisen. Und da wurden ja auch explizit aus dem Trailer bestimmte Sachen rausgeschnitten. Hier könnten wir jetzt genau das gleiche erlebt haben und Andrew Garfield und Tobey Maguire wurden hier einfach nur digital entfernt, um uns einfach noch ein bisschen zu ärgern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass wir noch keinen der beiden jetzt in diesem Trailer gesehen haben. Ich will sie vorher auch nicht sehen. Wenn sie in diesem Film sind, und ich hoffe wirklich inständig, dass sie in diesem Film sind, dann will ich sie auch wirklich erst im Kino sehen, dann, wenn der Film rauskommt. Denn wir erwarten es ja jetzt eh schon, also kann man uns da, finde ich, ruhig noch ein klein bisschen ködern. Und wie gesagt, alles spricht ja doch schon sehr dafür, dass diese ganzen Leaks zu Spider-Man 3 in irgendeiner Art und Weise wirklich stimmen könnten. Was das aber für Charlie Cox und Daredevil, aka Matt Murdock, bedeutet, ist noch ein bisschen fraglich. Da gab es ja auch dieses eine geleakte Foto, was sehr, sehr nach Photoshop ausgesehen hat. Deswegen, da bin ich erstmal noch vorsichtig, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir Andrew Garfield und Tobey Maguire wirklich in irgendeiner Form wieder zu Gesicht bekommen werden. Kommen wir jetzt aber mal weg von Spinnenmännern und gehen hin zu den ganzen Schurken, die wir in diesem Trailer schon zu Gesicht bekommen. Und ja, letztendlich haben wir in diesem Trailer genau 6 Spider-Man-Schurken. Sprich, wir haben die Sinister Six in irgendeiner Form, zumindest in diesem Trailer kurz angeteasert, gesehen. Wir wissen natürlich, wie das Ganze zustande kommt. Peter will ja diesen Spruch von Dr. Strange haben, der die ganze Welt vergessen lässt, dass er Spider-Man ist, weil ja J. Jonah Jameson am Ende von Far From Home offenbart hat, dass Spider-Man Peter Parker ist und er hat ihn ja auch noch des Mordes an Quentin Beck, aka Mysterio, beschuldigt und das lastet natürlich nach wie vor schwer auf Peter Parker, deswegen wollte er ja unbedingt diesen Spruch haben, hat aber dann Dr. Strange ständig dazwischen gesabbelt, weswegen das ganze Multiverse irgendwie auseinandergebrochen ist und jetzt haben wir daraufhin halt unterschiedliche Spidey-Schurken. Das wurde ja schon im ersten Trailer angeteasert mit einem neu aufgetauchten Doc Ock, aka Alfred Molina. Und wir haben da auch schon das Lachen des Green Goblin von Willem Dafoe gehört. Jetzt sehen wir Willem Dafoe tatsächlich auch in seiner coolen Sam Raimi Green Goblin Kluft.
und wir bekommen es tatsächlich auch hauptsächlich mit Doc Ock zu tun. Und alles rund um Doc Ock ist in diesem Trailer ziemlich interessant. Zum einen sehen wir, dass es zu einem erneuten Kampf zwischen ihm und Spider-Man kommt. Da haben wir diese ganze Sequenz auf der Brücke. Interessant ist hier, dass seine Tentakelarme offensichtlich direkt im Kontakt zu Spider-Man dessen Nanotechnologie von Tony Stark übernehmen. Daraufhin haben wir dann im weiteren Verlauf auch Doc Ock immer mit diesen coolen rot-grauen Tentakelarmen. Die nehmen also auch direkt diese neue Technologie auf und machen ihn damit offensichtlich auch stärker. Nichtsdestotrotz ist Doc Ock ja ein interessanter Charakter, weil er ja nie so wirklich ein Bösewicht sein wollte. Er wurde ja eher zum Schurken, weil die Tentakelarme diesen Prohibitor-Chip hinten in seinem Kopf irgendwie manipuliert hatten und er sie deswegen selber nicht mehr kontrollieren konnte. Und er ist ja auch, wie viele der Spider-Man-Schurken, ein ziemlich tragischer Schurke, der ja am Ende von Sam Raimis Spider-Man 2 Peter Parker sogar dabei hilft, MJ in Sicherheit zu bringen. Und das Spannende an der ganzen Doc Ock-Geschichte in diesem Trailer ist, er erkennt ziemlich schnell, okay, du bist nicht wirklich Peter Parker und stellt sich dann tatsächlich später sogar auf die Seite von Peter, MJ und Ned. Und hier gibt es ja dann so ein paar Gags, so wie, dein Name ist Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? Das ist ehrlich gesagt so ein bisschen alberner, kindlicher Humor, den ich hier jetzt nicht gebraucht hätte. Aber okay, darüber kann ich hinwegsehen. Nichtsdestotrotz finde ich es spannend, dass Otto Octavius sich hier auch in diesem neuen Spider-Man No Way Home auf die Seite von Peter Parker stellt, nachdem er aber erstmal gegen ihn gekämpft hat. Hier haben wir jetzt die Bestätigung, ja, Otto Octavius ist nicht wirklich der Main Villain in diesem Film. Er hilft Spider-Man tatsächlich. Aber Doc Ock ist ja nicht der Einzige, der in diesem Trailer auftaucht. Willem Dafoe's Green Goblin habe ich schon erwähnt. Und dann können wir endlich auch einen Blick auf Jamie Foxx als Elektro werfen. Hier ganz besonders spannend, man hat tatsächlich auch sein Design verändert. Er hat jetzt nicht mehr dieses bläuliche Schimmern, was er noch in The Amazing Spider-Man 2 hatte. Und was ich noch viel interessanter finde, er macht sich tatsächlich aus seinen Blitzen so eine sternförmige Maske, was ein sehr, sehr schöner Callback ist zu den Comics und zum ursprünglichen Design von Elektros Outfit. Das bekommen wir jetzt hier zu sehen. Gleichzeitig sehen wir nun auch wirklich absolut bestätigt, dass der Sandman in diesem Film auftauchen wird. In dem ersten Trailer hatten wir ja nur diese Sandwolken. Jetzt sehen wir hier zumindest auch wirklich das große Gesicht des Sandman. Ob das hier dann am Ende auch wirklich Thomas Hayden Church sein wird, der ihn ja in Spider-Man 3 gespielt hat, bleibt noch ein bisschen offen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass er es auch hier wieder machen wird. Und um das alles komplett zu machen, taucht tatsächlich auch noch der Lizard auf, der ja in The Amazing Spider-Man 1 von Rhys Ifans gespielt wurde. Somit haben wir wirklich alle größeren Schurken aus dem Sam Raimi-Universe und dem Mark Webb-Universe hier in diesem Film wieder vereint. Und damit, finde ich, braucht man dann irgendwo auch Tobey Maguire und Andrew Garfield, die hier selbst nochmal gegen diese Charaktere antreten können, um eben dem neuen Spider-Man zur Seite zu stehen. Interessant wird bei der ganzen Geschichte aber, was sowohl Dr. Otto Octavius als auch Dr. Strange sagen. Denn Doc Ock sagt ja zu Peter im Trailer, du fängst hier gerade an, gegen Geister zu kämpfen. Und Dr. Strange bestätigt das, indem er Peter sagt, ja, all diese Gegner sind im Kampf gegen Peter Parker gestorben. They all die fighting Spider-Man. Was eine interessante Aussage ist, denn sie ist nicht wirklich richtig. Viele von denen sind nicht unbedingt gestorben. Ja, Elektro stirbt, auch der Goblin stirbt, sowohl Norman Osborn als auch Harry Osborn. Aber zum Beispiel Dr. Connors, aka The Lizard, ist am Leben geblieben. Und auch Flint Marko, aka Sandman, hat am Ende überlebt und konnte dank Peter Parker entkommen. Also muss man sich hier auch so ein bisschen die Frage stellen, was führt Dr. Strange hier im Schilde? Hat er Peter Parker hier bewusst angelogen oder hat er hier irgendwas anderes im Sinn? I'm sorry, kid. Spannend unter all diesen Schurken ist ja die Tatsache, dass ich eben noch davon gesprochen habe, dass wir 6 davon sehen. Und das stimmt auch, denn wir bekommen in diesem Trailer auch noch eine andere Variante des Green Goblin zu sehen, die ein bisschen an die James Franco Harry Osborn Variante erinnert, wo ich mich tatsächlich dann frage, bekommen wir 2 Versionen des Goblins zu sehen oder ist es hier möglicherweise ein Teaser auf den Hobgoblin, der ja auch noch in den Comics interessant wird. Gleichzeitig ist hier natürlich interessant, dass Ned Leeds
Reed, der beste Freund von Peter Parker, ja in den Comics selbst irgendwann mal zum Hobgoblin wird. Hier scheint es aber auf jeden Fall noch nicht der Fall zu sein. Vielleicht ist es aber ein Hobgoblin aus irgendeiner anderen Realität, die hier ebenfalls noch in das Geschehen eingreift. Denn ganz zum Ende des Trailers sagt Dr. Strange ja auch nochmal, das Multiverse ist aufgebrochen, sie kommen alle und ich kann sie einfach nicht stoppen. Also möglicherweise ist das hier auch nur die Vorhut gewesen. Denn wir müssen uns natürlich auch immer noch fragen, ist das, was wir hier gesehen haben, mehr oder weniger schon der ganze Film gewesen? Also spielt dieses Finale, ähnlich wie das Finale von dem ersten X-Men-Film übrigens auch, auf der Freiheitsstatue? Oder bietet uns der Trailer nur so einen Blick auf das, was in den ersten 20 Minuten des Films passiert? Das bleibt natürlich alles hier noch sehr, sehr offen. Allerdings habe ich wirklich das Gefühl, dass wir hier nur den Anfang des Films sehen und dass dieser Kampf gegen diese Schurken wirklich gar nicht so das große Ganze sein wird, sondern es vielleicht noch mehr in eine andere Richtung gehen wird. Und damit wären wir dann vielleicht auch bei dem Punkt, wo man noch ein bisschen auf die Post-Credit-Scene von Venom 2 eingehen sollte, in der Eddie Brock und Venom ja plötzlich in unserem MCU auftauchen und auch ein Auge geworfen haben auf Tom Holland, aka diesen Peter Parker unseres Universums. Und das könnte hier natürlich auch noch irgendeine Rolle spielen. Wir müssen uns bei diesem Trailer also wirklich fragen, wie viel von der eigentlichen Story haben wir jetzt hier schon gesehen? Und das ist natürlich so ein kniffliger Punkt, weil man hier nicht wirklich einsehen kann, ist es jetzt schon der komplette Film, den wir hier in 3 Minuten zusammengefasst gesehen haben, oder kommt da wirklich noch mehr? Interessant finde ich auf jeden Fall, dass wir eben sehen, dass Peter Parker in so einen neuen Konflikt geworfen wird, weil Dr. Strange ihm eben sagt, ja, all diese Schurken sind im Kampf gegen dich gestorben und das ist ihr Schicksal. Und daraufhin entscheidet sich Peter Parker ja offensichtlich, deren Schicksal zu ändern. Er klaut dann Dr. Strange diesen merkwürdigen Würfel, den wir schon im ersten Trailer gesehen haben. Und dieser Würfel taucht dann auch im Kampf rund um die Freiheitsstatue wieder auf. Also offensichtlich ist das irgendwas, was auch noch ans Multiverse gebunden ist und womit Peter vielleicht in irgendeiner Form versuchen könnte, diesen Schurken ein anderes Leben zu schenken oder das Multiverse auch wirklich komplett zu verändern. Und damit hätten wir hier dann möglicherweise auch die Grundlage für das, was dann später in Doctor Strange 2 in The Multiverse of Madness stattfindet, dass die Ereignisse, die Peter Parker hier losgelöst hat, wirklich weitreichende Folgen haben. Und damit hätten wir quasi so den zweiten Meilenstein in MCU Phase 4. Der erste Höhepunkt war ja in Loki, als das Multiverse aus den Fängen von Kang the Conqueror oder He Who Remains befreit wurde. Und jetzt haben wir hier den zweiten durch Peter Parker, der Dr. Strange aus der Bahn wirft und dadurch diesen ganzen Zauberspruch durcheinander bringt und damit ein noch viel größeres Chaos im Multiverse anrichtet, was der gute Doktor dann in seinem zweiten Teil irgendwie auflösen muss. Deswegen, der Trailer scheint schon ziemlich viel zu verraten, aber vielleicht verrät er uns noch gar nicht so viel, sondern zeigt uns wirklich nur das, was so in der ersten halben Stunde, in den ersten 30 Minuten des Films passiert, bevor wir dann möglicherweise wirklich in eine komplett andere Multiverse-Richtung gehen werden. Oder es ist wirklich genau das, was ein bisschen schade wäre, weil dann hätte uns dieser Trailer wirklich schon alles gezeigt. Schreibt mir mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Aber ich bin natürlich noch nicht fertig. Gehen wir nochmal auf ein paar andere Kleinigkeiten, die man im Trailer sieht, auf ein paar Easter Eggs und andere Dinge. Zum einen wirft der Trailer eine der alten Fragen von Phase 4 wieder auf. Ist Captain America aka Steve Rogers nun wirklich tot oder nicht? Ist er auf irgendeiner Mondbasis oder ist er tatsächlich einfach seines Alters wegen gestorben? Das wird ja nach wie vor ziemlich geheim gehalten. Phase 4 hat sich bis jetzt noch nicht offiziell und klar und deutlich dazu geäußert, ist Steve Rogers tot oder nicht. Aber jetzt in diesem Trailer sehen wir, dass offensichtlich Captain America zu Ehren die Freiheitsstatue verändert wird und ein riesiges Captain America-Schild in die Hand bekommt, statt der sonst üblichen Fackel. Und das wirft eben nochmal die Frage auf, ist das zu Ehren der Avengers, ist das zu Ehren des ersten Avengers oder ist es hier einfach nur, weil wir hier möglicherweise auch in einer ganz anderen
anderen Realität sind? Das könnte natürlich auch gut möglich sein, dass dieses New York, das wir hier gerade sehen, überhaupt nicht mehr das New York ist, was wir wirklich kennen. Und dies hier möglicherweise eine Realität ist, in der Captain Americas Status sehr viel mehr wiegt als noch in unserem. Weil die ganze Freiheitsstatue jetzt hier mit dem Schild von Captain America zu schmücken, ist schon eine ziemlich krasse Aussage. Deswegen könnte das hier natürlich auch bedeuten, dass dieser ganze Kampf, den wir hier sehen, gar nicht in unserem Universum stattfindet. Aber die Frage bleibt, ist Steve Rogers tot oder nicht? Ich bin immer noch dafür, dass er tatsächlich gestorben ist, einfach an Altersschwäche. Das wäre irgendwie ganz schön. Aber wie gesagt, das MCU weigert sich partout, irgendeine Aussage dazu zu machen und wirft jetzt mit dieser neuen Freiheitsstatue mit Captain America-Schild nur noch neue Fragen auf. Eine weitere Frage, die wir uns nach diesem Trailer tatsächlich stellen müssen, ist die, ob möglicherweise MJ in diesem Film sterben könnte oder vielleicht dann doch Tante May. Das wird hier alles ein bisschen offen gehalten. Auf jeden Fall wird hier schon im Trailer eine Szene nachgestellt, die wir nur zu gut kennen, nämlich die Geliebte von Peter Parker fällt irgendwo runter und er muss sie retten. Das hatten wir schon mit Tobey Maguire, da konnte er MJ retten. Das hatten wir auch mit Andrew Garfield in der ganzen Gwen Stacy Glockenturm-Geschichte. Da wurde natürlich dann angespielt auf den Comic-Tod von Gwen Stacy und Peter Parker konnte seine Geliebte Gwen nicht retten. Jetzt haben wir hier ein ähnliches Szenario. MJ fällt von diesem Gerüst rund um die Freiheitsstatue. Das heißt, sie und Ned sind auch in diesem großen Finale hier mit dabei und Peter versucht sie zu retten. Das sieht hier allein von den Bildern her wirklich auch genauso aus wie das, was wir aus The Amazing Spider-Man 2 gesehen haben. Deswegen könnte man hier, wenn man wirklich fies ist, darauf eingehen, dass MJ möglicherweise sterben könnte. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil dafür hat man dieses junge Pärchen Tom Holland Zendaya zu gut aufgebaut und wird sicherlich mit den beiden auch noch eine Zukunft aufbauen wollen im MCU oder im Sony Spider-Man-Universum. Da könnte es schon eher sein, dass man uns in diesem Film tatsächlich Tante May nimmt. Man sieht sie einmal kurz im Trailer, wie sie rennt und man sieht sie, glaube ich zumindest, auch hier in diesem Shot, wo Peter zu ihr spricht. Und das könnte hier natürlich irgendwo auch eine Andeutung sein, dass sie diejenige ist, die hier sterben könnte, was dann vielleicht auch nochmal ein anderer Anlass wäre für Peter, um zu sagen, okay, ich will dieses ganze Multiverse wieder so rückgängig machen, dass wir an den Punkt ankommen, dass selbst meine Tante noch am Leben ist. Das wird sich dann erst im fertigen Film zeigen, aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest eine der beiden in wirklich ernster Gefahr ist. Ansonsten haben wir noch J. Jonah Jameson in diesem Trailer das erste Mal so richtig zu Gesicht bekommen. Wir kannten ihn ja bislang nur von seinem Daily Bugle News Blog, der im Internet läuft. Hier sehen wir ihn jetzt tatsächlich mitten im Getümmel. Offensichtlich betreibt er jetzt hier wirklich auch Jagd auf Peter Parker, um nochmal mehr zu verdeutlichen, dass der wirklich eine Bedrohung für die Gesellschaft ist. Wir sehen auch das DODC in Aktion, das ist das Department of Damage Control. Das wurde ja das erste Mal in Homecoming eingeführt. Jetzt sind die mittlerweile wirklich eine richtig vollwertige Organisation geworden, die hier sogar mit Soldaten und SWAT-Teams unterwegs sind, um zu erkunden, was hier alles für neues Chaos sorgt. Und ganz spannend wird es, weil wir müssen natürlich in solchen Trailern immer auch auf irgendwelche Nummernschilder oder Zahlen achten. Es gibt diesen einen Wagen, den Doc Ock Peter Parker entgegenschleudert. Und wenn man da hier Stopp macht, dann sieht man das Nummernschild ASM 8183. Das spielt offensichtlich auf die Amazing Spider-Man Comics aus dem Jahr 83 an. Und die Jahre rund um 1983 waren für die Spider-Man Comics tatsächlich sehr, sehr spannend, weil in dieser Zeit wurde unter anderem der Hobgoblin überhaupt erst eingeführt und tatsächlich ist das auch die Zeit gewesen, in der MJ zurückgekehrt ist zu Peter Parker und auch eine seiner Verbündeten gewesen ist, weil sie eben damals dann erfuhr, wer Peter Parker wirklich ist, nämlich Spider-Man. Und es gibt auch den Comics aus dem August 1983, der sich sogar damit rühmt, ein großer Wendepunkt im Leben von Peter Parker zu sein. Und genau das dürfte natürlich Spider-Man No Way Home auch für unseren Peter Parker sein. Ein ziemlich, ziemlich großer Wendepunkt,
da wird sich nur fragen, in welche Richtung dreht sich das Ganze. Es gibt ja die Gerüchte, dass Tom Holland dann wirklich aus dem MCU rausgeht und rübergeht zum Sony-Universum und da weitermachen wird. Dann könnte man ihn wirklich auch in Verbindung bringen mit Morbius, mit Venom und was nicht noch alles. Und möglicherweise kommt dann auch Miles Morales rüber ins MCU, was natürlich zu diesem ganzen Thema passen würde, dass die Young Avengers irgendwo aufgebaut werden. Und das war jetzt erstmal alles, was ich in diesem Augenblick zum zweiten Spider-Man No Way Home Trailer zu sagen habe. Es wird sicherlich noch irgendwie ein Video geben, wenn ich mir das Ganze nochmal 10-mal angeguckt habe. Aber jetzt frage ich erstmal euch, was habt ihr in diesem Trailer noch entdeckt? Was hat euch am meisten gefallen? Was sind so eure Fragen, die ihr noch zu diesem Trailer habt? Schreibt mir all das in die Kommentare. Und für meine erste Trailer-Analyse zum ersten Trailer klickt einfach nochmal auf dieses Video.